Os it weren't me through of like well here it and said I foot you at your fucking son on here then it was like man off what man you gesagt have and then be me so but what soll ich hier rede and I fang on to bed and I say God what best to say wenn es es auf ihr Gott betet, dann ich will hier nicht reden, ich will dort Gott zu uns reden. Und er gab mir bloß ein Wort. Und er sagte mir, Woarheit. Er war Woarheit. Woarheit. Dann fange ich an, eine Bibel zu sehen. Und ich verführt mich, wie viel Bibelfers ich eine Bibel fange, was über Woarheit reden. Ich habe mich niemals so mit der Träume in dem beschafft, ich so, ich das wäre wirklich interessant für mich. Und ich will mit einem komischen oder einem interessanten Bibelvers anfangen. Ich weiß nicht, ob man mal eine Predigt mit so einem Vers angefangen hat, aber das kriegt dort ut. Der steht in Johannes Kapitel 18, 37, der zweite Part und 38, der erste Part. Das, wo Jesus vor Pilatus steht, Jesus ist hier verklärt und er soll angebracht werden, das ist, was das Volk verlangt. Und er ist hier mit Pilatus. Und dann sagt Jesus, sagt er zu Pilatus, Jesus sagt, du seist reich, als sie ein König. Als sie du zu geboren und in der Welt gekommen, dort ich für die Wahrheit entstehen soll. Wer dort mit der Wahrheit hält, horcht nur mich. Achten da ich das erste Wort. Pilatus sagte ihm, was ist Woarheit? Und da wie meine Frau, was ist Woarheit? Von der hier wie Söhne nur Rechte und Söhne nur Rechte, was ist die Woarheit? Wie hier, er war selbst gesagt, so wird und so wird, was ist die Woarheit? Wir leben in einer Zeit, wo es sehr, sehr viel Verwirrung ist. Viel durcheinander. Und wo ist wirklich die Wahrheit? Das gibt viele Sachen in meinem Leben, wo ich noch stehe und wunder, wo ist nicht die Wahrheit? In der Bibel finden wir das Wichtigste, die wichtigste Wegweisung über die Wahrheit. Ich habe sehr viele Bibelstelle, ich wollte nicht alle lesen, aber ich war immer da. Bibel steht, sei, wo das steht, und manche wollte ich dann noch lesen. Und ein das, was ich nun lese, weil das ist 1. König 17, Vers 24, der zweite Part. Du sagst dort, das, wo Elia, der früh ihren Jungen abgeweiht hat, in der zweite Part sagst du, nun wollt ich, dass dort Wort, wenn du vom Herrn sagst, die Wahrheit ist. Dort Wort vom Herrn, dort ist die Wahrheit. Dort ist einmal klar. Dort Wort vom Herrn, was wir von der Hand, dort ist die Bibel. So, das ist die Wahrheit. Wenn ich fragen nicht wollt, was ist die Wahrheit, das ist die Wahrheit. Wir können immer weiter in die Bibel gehen. Dort ist die Wahrheit. Dort finden wir im Psalm 119, Vers 120 und in Johannes 17, 17. Immer war das steht. Dort wird Gottes, die Bibel, dort ist die Wahrheit. So, wenn dort wird Gottes, die Wahrheit ist, das ist nun geschriebenes Wort, dort ja wir lesen, dort schwört ab wird. Dort hält uns als sehr viel. Wenn das nun die Wahrheit ist, dann sollen wir das als Maßstab nehmen. Das ist, woran wir alles meten. Wenn wir was hier und wir wollten nicht, ist das nicht die Wahrheit oder nicht? Dann gehen wir in dem Wort Gottes. Wo wir hier bei einem finden, auf der Krieg von Russland gehört, ist das nicht? Nein, da wo wir hier bei einem nicht finden. Viele wundern. Einige sagen, da ist Schuld, der andere sagt, da ist Schuld. Wo ist die Wahrheit? Wo ist die Wahrheit? Aber das Wort Gottes sagt uns die Wahrheit, die wir wörtlich brücken, die wir wörtlich weitermachen. Das gibt Sachen eben, du brückst wie vielleicht die Wahrheit nicht weiter. Ich habe das für mich so eingenommen, du brückst die nicht weiter. Mein Hort jetzt sehr gut für das junge Paar, das ein Kind verloren hat. Ich wollte, so was tun kann.
Er hat zwei Babys verloren, wo er niemals seine Arme in die Hölle hatte. Dort stell mir vor, es noch schlimmer, wenn du dort ein bisschen in die Hölle hast. Und Bett von dir, weiß ich nicht, warum Gott dort hier Leute hat, wo er niemals darf seine Arme in die Hölle. Die Wahrheit, die weiß ich nicht. Aber ich habe dort angenommen, dass die Wahrheit, warum das passiert ist, die brauche ich nicht weiter. Ich kann Gott vertrauen und festhalten trotz allem. Und er weiß die Wahrheit. Er weiß warum. Für mein Leben hat Gott das doch wohl nicht für wichtig sein, dass ich das alle weiter mache. So, das gibt Wahrheiten, die wir einfach bei Gott lassen können. Aber das gibt Wahrheiten, die macht wir weiter. So, das ist ans Mutstück. Was Wahrheit ist und was nicht. Und wie finden wir in diesem Wort, in Johannes 8, Vers 32, dass die Wahrheit merkt uns frei. Wir haben hier so schön gesungen, Libertad, Libertad. In la casa de Dios hay Libertad. Und Gott sein Haus ist Freiheit, und Gott sein Wort, eine Wahrheit ist Freiheit. Und ich glaube, das wollt wir alle, wenn ich nun, wo wir gerade sind, dann über uns aus Vizienja würde. Wenn wir irgendwo plitsch, und was die Nummer haben, was Mama sagt, no, die Kerne dürfst du nicht nehmen, oder die Küche dürfst du nicht essen. Oder vielleicht hat Mama irgendwo eine Schwinerie, irgendwo ist von zwei Kiel. Wer hat das? Ich nicht. Vielleicht wie ich das aber. Solange als wir was plitschert haben, sind wir nicht frei. Warum? Wenn es eine Lehre ist. Eine Lehre hält uns gebungen, wir sind nicht frei. Bett wie die Wahrheit rüberbringen. Bett wie eine Mama und Mama, ich bin da. Und dann erfüllen wir uns nicht mehr. Also schleichen wir dann auch noch Schacht rein. Das sind alle anderen, aber wir sind frei. Die Wahrheit, die merkt uns frei. Das von der ersten Tag. Erst wenn wir unsere Schuld bekannt haben vor Gott, wenn wir alle Plätze rübergebracht haben, dann sind wir frei. Dann fallen wir uns frei. Aber wer bekämpft die Freiheit nach uns? In Johannes 1, Vers 17, du sagst uns dort, dass die Not in Wahrheit, der Jesus Christus ist. Jesus ist die Wahrheit und das ist nicht die Not. Wir brauchen Jesus, um frei zu werden. Und dort steht in Johannes 8, 36, dass Jesus ist die Janzie, was uns wörtlich frei macht. Und dann hast du ein sehr bekannter Vers in Johannes 14, Vers 6, der sagt, Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wenn wir Jesus haben, dann haben wir einen Weg, dann haben wir die Wahrheit und dann haben wir Leben. Dann denkt wir vielleicht, naja, aber Jesus ist nicht hier. Ich zeige dem hier nicht. Jesus, wie hier habt ihr hier? Dort finden wir hier in dieser Wahrheit Berne, der wie hier. Aber er ist hier nicht mehr. So ist die Wahrheit aufgeheft. Jesus ist im Himmel gefahren. Dort wir und Himmelfahrt. Und mehr viel wie dort. Aber als Jesus im Himmel fuhr, oder als Vater, dann seht ihr all. Du wirst wer kommen. Du wirst der Jesus Gottes wird kommen. Das ist der Jesus von Wahrheit. Und der wird dir alles lehren, was er von mir will. So Gottes Jesus ist auch Wahrheit. Die Bibel ist Wahrheit, Jesus ist Wahrheit und der Jesus Gottes ist Wahrheit. Dort steht in Johannes 15, 26, 1. Johannes 6, Vers 5, Vers 6 und Johannes 16, Vers 13. Und da wollte ich nicht lesen. Johannes 16, Vers 13. Du sagst dazu, aber wenn der Jesus die Wahrheit ist, komme Wort, der wird dir die volle Wahrheit lehren. Er wird nicht von sich selbst reden. Er wird bloß dort reden, was er gehört hat, und wird dir sagen, was noch kommen soll. Der Jesus Gottes, die Wahrheit ist. Der ist gekommen, Pfingsten. Nur dem, was Jesus im Himmel vorwählt. So die Wahrheit ist hier bei uns. Durch den Heiligen Geist, wenn wir Jesus annehmen, haben wir den Heiligen Geist, können wir die Wahrheit haben, und das Wort Gottes haben wir. Wir haben viel Wahrheit.
So wenn wir nicht wollten, war das Wahrheit und war das nicht Wahrheit, weil wir beten. Und Jesus wird das ihnen jetzt zu uns reden. Er wird uns die Wahrheit erzählen, Leute. Wo er sitzt, das ist neidisch, dass er das wollte. Das ist neidisch, dass er wollte, wenn die Wahrheit ist. Wird er uns das erzählen, Leute. Das ihnen jetzt in der Stadt Wut Gottes. So am Wut Gottes haben wir viele Prüfe. Wir hier fragen, naja, der Jesus sagt zu mir, dieses Mal nicht in dem Haus gehen. Wenn du was passiert, so sehr Angst haben. Das gibt manchmal Menschen, die reden so was. Stimmt das mit der Wut Gottes überein? Die Bibel sagt, habt keine Angst. In wir fragen, sagt er, habt keine Angst. Ich muss denken nur an diese ganze Pandemie-Zeit, die Corona-Zeit. Was für ein Unrecht schreibe ich alle weh? Habt Angst, schütt ihn an, trefft ihn nicht, habt Angst. Dort wird ganz klar, jeden dort wird Gottes, der wird Gottes sagt, habt keine Angst. Ich sie beginnt, habt keine Angst. Wir sollen nicht Angst haben. Wenn wir was hören, wenn wir was schreien, wir können dort immer hier mit. Stimmt dort, das ist die Wahrheit. Stimmt dort. In wann hat Jesus aus Wachnum Fuder ungenommen haben, wenn es dort finden wir in der Bibel immer war, der einzige Wachnum Fuder ist der Jesus Christus. Bloß wenn ich Jesus ungenommen habe, komme ich in dem Fuder. Wenn ich dem ungenommen habe, dann habe ich den Jesus Gottes und was der Jesus von der Wahrheit ist. Und ich habe das Wort Gottes, so ich kann Lehres von Wahrheit unterscheiden. Und dort jetzt immer war eine Zeit, wo wir da hinunter kommen, wo wir verwehrt sind, da hinunter sind. Und der Jesus kommt nicht von Gott. Gott gibt uns einen klaren Jesus. Aber der Feind gibt uns immer wieder an. Dann ist dort wichtig, dort wie Gott seht. In Psalm 144, Vers 18, du sagst dort, Gott steht dem bei, der am an Wahrheit sieht. Wenn wir an am an Wahrheit sehen, eine Bibel lesen und horchen, was er uns zu sagen hat, dann wollen wir in dem dahinander die Wahrheit erzählen. Dort finden wir auch im Psalm 24, Vers 5, im Psalm 43, Vers 3. Und dort will ich lesen, Psalm 43, Vers 3. Schick dein Licht in deine Wahrheit. Lass dich mir nur deinem heiligen Buch ziehen, nur deinen Tempel bringen. Das Licht in der Wahrheit von Gott, der bringt uns in seinem heiligen Tempel. Der bringt uns in den Himmel. Das Licht in der Wahrheit von Gott ist Jesus Christus. Wenn ich dem habe, der bringt mich in den Himmel. Der bringt mich in den Tempel Gottes, in seine Jehenwut. Wenn wir die Wahrheit haben, wenn der nur in uns wohnt, dann sollen wir auch in Wahrheit leben. Johannes 3, Vers 21. Und Galater 4, Vers 7 sagt, dass wir sollen auf dem rechten Weg bleiben. Wir sollen nicht aufdrehen. Wir sollen nicht weggehen von dem rechten Weg. Wenn wir nur die Wahrheit haben, dann sollen wir durch den fairen Weg gehen. Auch Jakobus 5,19 sagt dort, wir sollen nicht aufhören, wir sollen nicht aufdrehen vom Weg von der Wahrheit. Wenn wir dort tun, wenn wir sagen, ich folge Jesus noch, ich folge der Wahrheit noch, und der ganz schreibe Dinge am Alltag, dann sagt dort du in Jakobus, dann gebe ich den Menschen Grund, über Gott zu spotten. Über Gott zu lachen. Dann sagt er, das ist ja nicht so. Stimmt dir gar nicht. Lebst dir gar nicht, was du sagst. Wenn wir die Wahrheit haben, dann sollen wir in der Wahrheit leben. In 2. Petrus 2, Vers 2, 1. Johannes 2, Vers 2, Abend 5, sagt er auch, wir sollen leben, nur Gott sein Wut, dann, wo wir erleben, dass Gott mit uns ist. Wir bringen diese Vers auch dahinunter. Das ist die Wahrheit, ich weiß das. Aber wir fragen, haben wir Gebet, geglaubt, das Reich, und wir dürfen dort? Und du passiert Scheuwet, Eva Scheuwet.
Sache gohne twä, Sache gohne schäuf. Dort erst nächstes, wie uns das fähigstellt. Wir dachten, wie fall Jesus noch? Nun wird alles Geld gehen, nun wird uns einmal schein gehen und alles wird gleich. Und dort erst nicht so. Und dann kommen wir da hinunter. Und ich habe die Finden gesagt, ne? Besser nicht mit dem Glauben. Und dort geht mir auch für uns. Emma war dann, ich sagte Gott, wie soll ich das nicht predigen? Das erste Wort hat ich wollte, aber das Späßte, das passiert nicht immer, dass das du sagst. Und dann brach Gott eine Geschichte nach der anderen und meine Gedanken von der Bibel. Wir können auch ganz tätig anfangen. Noah. Glaubt ihr, Noah jeden Tag immer schön? Gott hat zu ihm gesagt, Böen, Schäppen, ich war die Rade. Glaubt ihr, dem war das schön? Und er der muss schwur arbeiten. Da wird nicht bumm, dann wird das größte Schäppen durch. Jesus stellt ihm dort nicht vor, er ist, hey, selbst muss das bühen. Hei muss ich mal Holz sehen, hei muss er alle Träge arbeiten, dann muss er das größte Ding durchbühen. Und so, was die Bibel studiert haben, die Zeit, wo das dir, ich glaube, die hat über 100 Jahre, rum 100 Jahre im Bett, Eva, glaube ich, die dort, weil die dort Schöp vor dich hat. Stell dir vor, 100 Jahre, schwer arbeiten. Nicht nur dort. Die anderen Menschen alle, die kommen und spaten und lachten und üt. Das du durch. Sie dreht, wo bist du mit dort Schöp? Hier ist schon mehr. Bist du der hier dreht? 100 Jahre. Hörst du dort an? Schweit und schauf. Und vertraue darauf, dass die Wahrheit, was du tust. Abraham, Gott sagt, verlor deine Freundschaft. Verlor all deine Freunde, deine Menschen, die dich haben. Und trage Bild bei. Wohin? Ah, da wollte ich noch wissen. Glaubt ihr, Abraham ging dort immer schön? Ich glaube das nicht. Er wird sich gebangt haben. Der wird manchmal gewundert haben, wo soll ich nachgehen? Gott, wie lange noch? Gott hat ihm gesagt, er nahm das aus Wahrheit. Aber er sagt nicht, wie wird das nach gut gehen? Er muss vertrauen. Dann fing wie Josef. Josef hat ein Wort von Gott. Er würde ein Herrscher sein. Seine Brüder gleichten ihm nicht. Seine Brüder verkauften ihm. Er wie ein Sklave. Und ich sehe mich sicher. Ein Sklave hat nicht jeder Tag in der Schwalte zu essen. Der wird manches Mal gehungert haben. Dann wurde er auch schuldig beschuldigt und kam im Gefängnis. Nein. Im Gefängnis wurde ihm das auch nicht schön gewonnen haben. Noch auch schuldig. Und als Sklave im Gefängnis, was für eine Hupning hast du da rausgekommen? Er vertraut Gott. Er hält sich an Gott fest. Das ist die Wahrheit. Gott ist jetzt als die Wahrheit. Jesus ist die Wahrheit. Und du musst wie ein Fosshölle. Wenn alles dies da ist, wenn er zu sagt, hier ist schon Gott, Maja. Wenn er zu sagt, das geht nicht, Maja. Dort, was er gesagt hat, das stimmt ja gar nicht. Fosshölle und Gott. Fähre war ich gewonnen. Wieder das Wort Gottes lesen. Gott wird uns der führen. Und wenn er läuft, das Zeit, dass wir nicht die Falle Wahrheit erzählen, wo wir die erzählen. Und manche, wo wir vielleicht schon im Himmel erzählen, wo wir hier nicht erzählen. Trotzdem bleibt das die Wahrheit. Und bleibt das, dass Jesus in der Jesus Gottes die Wahrheit ist. Jesus ist uns Licht an eine Dunkelheit, uns Tröst, uns, an das, was uns hält. Einfach das, was du bist. Jesus ist immer du. Der Sinn Jesus ist immer bei uns. Immer. Es ist auch Josef, wie Gunst verloren im Gefängnis. Aber er weiß, Gott ist bei mir. Gott sieht mich. So, er will nicht allein. Er hat diesen Trost an Gott. Antwort ist, Jesus annehmen, unsere Sünde bekennen, seinen Jesus ans Rühm geben und sein Wort studieren, sein Wort lesen, die Wahrheit an uns spektrieren. Je mehr Wahrheit wie hier bei einer Hand und je mehr Sache kann der Jesus Gottes uns erinnern, wenn es auf einer steht, sagt, dass er wird an seinen Jesus schicken, am dort der uns denken helfen, für das, was wir uns gehört haben. Der Herr Jesus kann uns bloß denken helfen und dort, was wir einmal gehört oder gelesen haben. Der kann uns nicht denken helfen, was er nicht weiß. Je mehr wird Gottes, ich an mich bernen habe, umso mehr kann der Herr Jesus mir denken helfen.
So fürken lese wie die Bibel und wie denke, nach der Zeit mir noch, was halt mir das? Aber manchmal kommt eine Situation und dann kommt die so einfach an. Und dort ist vielleicht, was du ernst von euch gelesen hast, wo du die noch gesagt hast. Aber gerade nun brauchst du den. Und der Herr Jesus kann die gerade nun den helfen und dort. Und dann hat der Leis, wenn ihr Macht über uns. Je mehr Wahrheit wir an uns haben, je weniger Raum hat der Leis. Das ich auch sehe, für mich ist das ganz ein bisschen schwierig. Jetzt sitzt hier nur die Wahrheit, nicht? Und dann kommt man eine Gemeinde und der nimmt falsch die Bibel und der sagt, das ist das die Wahrheit. Und dann kommt es eine andere Gemeinde, der nimmt das selbst gewohnt und der sagt, das ist das die Wahrheit. Ich will ein bisschen antworten, ich will das Thema, weil du nicht angehen an das Thema, ich will die Hand kurz auf Predigt oder ich will hier, aber ein zum Beispiel ist Kappadadio in Diokbrug. Dort steht eine Bibel. Du hast eine Bibel falsch, das sage ich dort. So, was hast du denn damit? Das ist die Wahrheit. Dann sage ich, die Predigt räume ich jetzt sogar, weil ich euch rede, das ist mir zu schwierig. Und dann brachte er mir Gedanken ein falsch, der hält mich hier nicht rüttern. Der steht in 1. Korinther 13, Vers 9. Und du sagst dort, uns erkenne nu, uns weite nu, dort ist Steckerwies. So wie haben alle ein Steckerwies erkennen vom Wort Gottes. Der eine erkennt dort, der andere erkennt dort, der andere erkennt dort. Wir haben alle ein Steckerwies erkennen. Und der eine sagt, no, ich erkenne, ich glaube, dass die Brücke dort meint, was anderes. Und der andere sagt, no, dort meint ein Bezeichen. Der andere sagt, no, dort meint ganz bedeckt. Der andere sagt, no, dort meint ganz, ganz ewig bedeckt. Das sind ganz verschieden, das gibt so viel Teutchen mit so viel verschiedenen Verständnissen von dort. Und wir können nicht sagen, du bist reich und du bist auch reich. Die Bibel sagt, wir haben ein Steckerwies erkannt. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass wir unsere Glaubensgeschwister respektieren. Du darfst nur deine Erkenntnis und ich darf nur meine. Aber was vor allem gleich ist, Jesus ist die Wahrheit. Der Wut Gottes ist die Wahrheit und der Jesus Gottes ist die Wahrheit. Du hast schon andere Weichen vor als Jesus Christus. Wenn ich Jesus angenommen habe, dann ist dort mein Weichen vor. Und dort ist der Weich für jeden. Und dort ist, was uns verbindet. Nicht all die anderen Sachen. All die anderen Sachen, dort steht ja wie es. Aber Jesus Christus, dort ist vor allem Glück. Dann sind wir Geschwister. Am Herrn, wenn wir Jesus haben, dann wollen wir uns im Himmel weiter sein. Wir wollen uns wundern, ich sehe mich ganz sicher, wir wollen uns wundern, da ist hier? Wenn Jesus dort hört an, und Jesus will in uns hört wohnen, der ist ihnen jetzt. Und wir gehen auf dem Weg Gottes nur unsere Erkenntnis. So jeder muss für sich erkennen, die Wahrheit. Jeder muss für sich Weite, ich stehe mit Gott richtig. Wenn das für den einen meint, ein Diokbrücke, und für den anderen meint, ich brücke das Diok nicht Brücke, dann ist okay. Das jeder soll nicht sehen. Nicht, wenn es dir nicht will, dann will ich auch nicht Diokbrücke, wenn es dir dann auch nicht. Aber dann habe ich immer ein schlechtes Gewissen. Nee. Wenn du ein schlechtes Gewissen hast, dann brück den Diok. Dann ist das ganz in Ordnung. Wenn ich so alle Hand ein Diok, aber ich kann nicht, aber ich will mich nicht, ich kann niemals dort mir dort geplagt habe, ich soll ein Dirk brücken. Dann brückst du nicht. Was wir alle brücken, ist Jesus. Was wir alle brücken, ist den Jesus Gottes. Und dann sollen wir leben, so dass wir richtig mit anfeuern. Und nun will ich einen ziemlich langen Text lesen, was darauf geht. Das ist Römer Kapitel 14, Vers 4, Bet 22. Römer Kapitel 14, Feuer, Bet 22. Wer bist du, ein anderen sind Knechte Rechte? Da dreht er uns. Wir sind alle Knechte von Gott, von Jesus. Wer sie echt im Sei, dass du lebst, das ist nicht reich. Da
Gottes versinnen einen Herrn, dort heu steht oder fällt, weil sein Herrn kann am Abrecht höllen. Wie macht er für Gott, klickt Stone. Nicht für die anderen Menschen. Und die anderen Menschen brauchen auch nicht für mich. Ich kann dort Gott überlassen, wie die anderen Menschen erleben rand. Vers 5. Ein Mensch hält einen Tag höher als den anderen. Andere meinen, die Dinge sind alle überein. Einer hält drei Helge da für Weihnachten in Österreich, der andere hält zwei und der andere hält plus einen. Und der andere hält vielleicht einen. Das wird damals also. Und das macht sich ein jeder in seiner Meinung sicher sein. Ich muss mich sicher sein. Nicht wenn es die anderen alle nicht so tun, ah, dann mache ich auch so. Ich muss mich sicher sein und du noch. Leben. Vers 6. Wer sich an verschiedene Dinge hält, der dort am Gott zu ehren. Dann geht er am Eten. Und wer ehren dort, hat Gott zu ehren, will es heute an Gott. Und dann sagt er aber weiter, während du, der nicht ehren dort, auch Gott dankt und am zu ehren nicht hat. Der eine dort so, der andere dort anders. Aber beten dort zu ehren Gottes. Beide dort, sie sind sicher, dort reicht für Gott für mich. Vers 7. China lebt für sich selbst und China stirbt für sich selbst. Wenn wir leben, leben wir für den Herrn. Oder wenn wir sterben, sterben wir für den Herrn. Ob wir leben oder sterben, wie wir hier dem Herrn. Dort wird der Christus starb und war er zum Leben gekommen. Dort hat er über Bett, Töte und Lebende Herr sein können. Aber du, warum rächst du deinen Bruder? Bada. Die Mitmenschen sind nicht mir Rechenschaft schuldig, die sind Gott Rechenschaft schuldig. Und ich sehe nicht meine Geschwister Rechenschaft schuldig, ich sehe Gott Rechenschaft schuldig. Oder du, warum rächst du deinen, verachtst du deinen Bruder? Wie sollen die anderen nicht verachten für ihren Ort von Leben? Wie macht alle für Gott seinen rechten Stillstuhl? Du steht geschrieben, Vers 11. So sicher als ich lebe, sagt der Herr, für mich wurden sich alle Knie bieten und alle Tungen wurden bekannt, dass ich Gott sei. Du wen macht ein jeder von sich selbst für Gott Rechenschaft geben. Vers 13. Weil wir dann nicht mehr einer dem anderen rechte, aber ans Läufer vernehmen, dem Nächsten nicht ein Hindernis an seinem Weg zu sein. Weil wir dem Nächsten sehen. Wenn der nun drei Dio, Helge Dio hat, dann soll, dort, soll dem dort schein gehen, weil wir dem sehen, weil wir nicht sagen, na, das ist viel zu viel zum Schauf. Der geht dort mit Überzeugung, der geht dort am Gott zu irren, weil wir am dafür sehen. Wenn die anderen aber schaufen jeden, ich höll meine drei Helge da, dann werden wir sagen, na, wenn die dazu sind, lohnt dem schaufen. Jeder, der seine Weg am Gott zu ehren. Vers 14. Ich wollte, in der ich dem Herrn Jesus sie ich mich durch eine Sache, dort nichts für sich selbst arren ist. Aber wer sich wird arren denkt, für dem ist dort arren. So wenn ich denke, das für mich, das tun ist arren, dann soll ich dort nicht tun, auch wenn die anderen dort tun. Und wenn die anderen dort auch mit einem freien Gewässer sind, wenn ich nicht ein freies Gewässer dabei habe, dann soll ich dort nicht tun. Und so sage ich, dann ist das für mich Arren, dann ist das für mich Arach. Aber wenn du deinen Bruder stattst, der dort, wo du ätest, dann bist du nicht läuftulich in deinem Wandel. Wir sollen nicht mit Flieht nach dem anderen gehen und fahr dem tun, was ich weit, was dem so steht. Bring dem nicht einen Grund, der ich den Ede für den Christus gestorben ist. Wir sollen ans Jenseitig leben und respektieren. Ans Jenseitig lohnt das Leben für Gott so leben, als was wir glauben, was richtig ist. Als was wir verstehen, was uns Steckwerk von Erkenntnis ist. Und wir haben alle mal ein Steckwerk. Das ist China, was alles begriffen hat. Sogar Paulus sagt, er hat noch nicht alles begriffen.
blutet nicht so wie Kuhme, dort durchreber gelastet wird, was für die Geld ist. Dort Gottes Reich ist nicht Eten und Trinken, dort ist Gerechtigkeit und Fried im Heiligen Geist. Wer Christus durchein däumt, und dem hat Gott eingefallen und kann für Menschen bestehen. Weil wir streben zu dönen, was dem Fried däumt, und wodurch wie einer dem anderen halpe. Du wein dein Eten nicht Gott sein Wort in den Grund bringen, dort ist alle rein. Aber dort ist nicht reich, was du eten, wo dir ein anderer zu voll kommt. Das kriegt für andere Nügone mit Flieg, was dir nicht weiter, was dem steht. Dort ist besser, nicht Fleisch zu eten, oder Wein zu trinken, oder irgendwas, was zu tun, woran dein Bruder sich steht. Oder steht. Hüll deinen Glauben über so eine Dinge zwischen dir und Gott. Glücklich ist der Mensch, der sich nicht schuldig fühlt, über dort, wo er glaubt, recht zu sein. So, wenn ich mich nicht schuldig fühle, wenn ich weiß, ich lebe so, dass ich für Gott rechtlich sehe, dann kann ich glücklich sein, wenn ich fühle mich okay mit Gott. Wer aber im Zweifel hat, das geht hier um Eten, aber ernste Sache, wenn ich eine Sache tue, ich sehe mich nicht sicher, ob das rechtlich ist für Gott, merkt sich schuldig. Willst du dort kommt nicht aus dem Glauben? Was nicht aus dem Glauben kommt, ist Sinn. Ich soll so leben, dass ich weiß, ich tue dort aus dem Glauben für Gott, dass ich rechtlich sehe. Ich muss mit dir beten. Herr Jesus, ich danke dir sehr, dass du uns unsere Wahrheit bist, dass du uns nicht im Distrin lässt. Ich danke dir sehr, du Herr, dass du gekommen bist, um uns den Weichen vor dir aufzumerken und dass du im Himmel gefahren bist und uns deinen Jesus geschickt hast. Ich danke dir, Herr, dass du uns nicht allein gelassen hast. In dieser Welt, wo so durcheinander ist, in dieser Welt, wo so viele verschiedene Meinungen, Nachrichten, Ideen und alles Mögliche abkommt, dass wir nicht mehr weiter, wo es buhen, wo es unten, wo es rasch und wo es links. Du bist der Weich. Und es ist wie gesungen, Hand, Herr, wenn wir nicht mehr wieder wollten, wie seine bloß noch alles ist durcheinander, dann soll wir nicht die kommen, die uns ganz durcheinander aufgeben. Und du wirst uns ein Weichmerker, dass dort Leute sehen, du bist ein Weichmerker. Dort sagt dann dein Wort auch, Herr, wo kein Weich ist, du wirst einen Weichmerker. Wir können alles nicht einbringen, dort ist die Wahrheit. Und du merkst ein Weich, dort ist die Wahrheit. Du führst uns. Durch alle Distanz, durch alle Wüsten, durch alle schwere Tide, du führst uns. Und ich danke dir so sehr dafür. Und Herr, ich bete dich um deinen Sehen für uns alle hier, dass wir dort fast in unserem Worte fast hören, in dem, was wir durchgehen, in dem, was kommt. Und wenn auch nicht alles so kommt, als was wir uns das Fehler gestellt haben, dass wir an die fast hören und in Wahrheit fairer weich gehen. Thank you.
ist für